So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mein Test Game Creator Server Let's Play. Genau, wir machen erstmal Inventarmanagement. Lass mich rein, du Ransom. So, das heißt, als allererstes mal hier Saplings reinschmeißen. Haben wir diese kleinen Saplings? Ach, wir haben die kleinen Saplings gar nicht. Ah, deswegen waren die oben. Okay, gut, dann kann es auch so bleiben. So. Jetzt mal hier Butter bei die Fisch. Jetzt können wir die ganzen Blätter hier in die Kiste schmeißen. Die ganzen verfluchten Blätter. Erkennt sich nicht, wenn hier Inventar-Slot voll ist. So. Bam. So, Holz. Aber massig. Holz. Like for real, this time. Genau, was haben wir nur oben? Die Kiste ist jetzt direkt halb voll damit. Ah, da haben wir ordentlich was zusammengesammelt hier. Heieieiei. So viel schönes Kiefernholz. Das war mal eine erfolgreiche Mission. Nice. So, der ganze kleine Radatsch kommt alles raus. Das kommt wieder nach da oben. Das Rest kann nicht so bleiben, wie es ist. Dann nehmen wir mal hier ein paar Baumblöcke mit. Und begeben uns mal wieder zu dem anderen Haus. Vorher pennen wir noch eine Runde. Ich sagte, wir pennen eine Runde. Dankeschön. Oh, da geht's los. Nice. So. Ja, das Herz allerliebst. So. Wir hatten ja hier einen Anfall von danke. Zu vielen Blöcken. 1, 2, 3, 4. Die wollten noch. Ach da. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Gib das mal her. Ich glaube, wir bauen uns hier erstmal mit der Leiter weiter hoch. So, hier. Ja, das war. Ach, leck mich doch am Arsch. Du kleiner verfickter Ficky-Fick-Fick. Weißt du was? Mach ich von hier aus. Oh, come on. Du Hurensohn. Was ist los mit dir? Amanda, ich fick deine Oma. Mann. So. Ficken. Geht doch. So. Was echt hier so lang krauchen? Was denn immer bisher gemacht? Okay, dafür kommen so ran. Okay, gut. Dazu muss ich ja alles hier mit Schleichen machen oder sowas. Das wäre Katastrophe. Ja, so geht es schon wesentlich besser. Das macht schon viel mehr Sinn. Jawohl, ja! Oh, okay, hier war ja auch noch was. So. Schade. Ernsthaft? Ich glaube, es hackt hier.
Eine Kamera mit einem Dot dabei. Gut, wäre schön, wenn wir noch eine Schippe dabei hätten. Aber dort geht ja zum Glück relativ leicht abzubauen. Hey, was ist mit dem Ding los? Aber der hängt irgendwie hinterher. Kann das sein? Den hängt der Server gerade? Nö. Nö, dem Server geht's gut. Gut, das war jetzt gerade meine Schuld. Ich bin der verwirrt. Ich bin ein verwirrter Mann. Ach du Scheiße. Ein verwirrter Mann. Der alles kann. Auch runterfallen. Ach, da muss er auch noch weitergehen. Ach verdammt. Leck mich. Mal so richtig hart. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass dann wieder gerade mein WLAN rumspinnt. Oder I don't know. Ich will sie irgendwie kühlt wie ab und zu Wolken einfach so verschwinden und wieder auftauchen. Irgendwie ist das. Ich weiß, man kann es nicht anders machen, weil Wolken können entweder da sein oder nicht da sein. Das heißt, wenn sich halt das Wetter verändert durch die Weather Mod, naja, dann blitzen halt Wolken auf oder verschwinden. Je nachdem, ob es wolkiger wird oder. Nicht so wolkig. Aber trotzdem ein bisschen verwirrend. Oh, come on. Da ist doch nicht wahr. Ich fühle mich verarscht. So. Gut, da haben wir schon mal die ganzen Längsbalken. Jetzt müssen wir die Querbalken. Ey. Ich glaube auch, ich mache tatsächlich den inneren, also den Bereich hier mache ich nicht verglast, sondern den mache ich klassisch mit normaleren Wänden vielleicht. Hätte ich das ja also doch gar nicht austauschen brauchen. Fuck. Und mache dann hier auch eine Wand rein mit einer richtigen Tür und mache nur diese Bereiche, also den Bereich und den Bereich transparent. Also mit Glas verglast. Ich überlege gerade, ob ich auch die Innenseiten jeweils verglase oder ob ich da auch Wände reinmache. Wobei hier Wände nicht wirklich Sinn machen. Ich glaube, ich mache ja auch verglast. Doch, doch. Weil die Aussicht hier ist schon schön. Ja. Aber guck mal, hier haben wir ganz viele rote Blumen erlebt am Arsch. Guck mal, wie viele rote Rosen. Ich glaube, ich könnte tosen. Ich glaube, ich mache eine Band auf und nenne mich die Toten Rosen. I don't know. So, dann haben wir da auch gleich mal die Dinger hier fertig. Ich weiß übrigens noch nicht, wie ich das Dach an sich mache. Ob wir da einfach ein Flachdach drauf klatschen. Ich glaube, bei der Hauskonstruktion macht es am ehesten Sinn. So ein Spitzdach macht hier. Erstens wird architekturmäßig super kompliziert. Zweitens. Ja, obwohl, könnten wir eigentlich doch machen. Spitzdach würde auch gehen. Ja, doch, würde sogar gut aussehen. Brauchen wir halt eine Menge Dachziegel. Like, really. Also, obwohl eigentlich nicht.
Ich meine, wir haben, ne, so wie bei unserem ersten Haus, immer zwei Schrägen, die sich übereinander, na, also so schräge und dann darunter so eine schräge. Jeweils ein halber Block also. Das bräuchte dann pro Block, der abgedeckt wird, ein. Wow. Ja, wir brauchen also doch eine ganze Menge. Wow. Wow, das wird richtig viel. Wow. Das wird eine Menge werden. Oh, da brauchen wir mal richtig viel Lehm. Das wird eine sehr ausgedehnte Lehm-Sammeltour, I guess. Verdammt. 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 Verdammt! Verdammt! Digga, was ist hier los? Ach so, weil ich beim Laufen mich immer bewege. Also auch nach vorne und hinten bewege. Das hier hässlich. Schnauze. Come on, das ist doch nicht wahr. Ah. Muss jetzt zwar hier echt alles einzeln machen. Das ist doch. So, bitte. Kacke. Hey, bau jetzt ran. Bau jetzt ran, du Affe. Warum baut der nicht ran? Ich klatsch dich weg. Kann man dieses Wippen beim Laufen deaktivieren? Wenn du so flache Kanten hast, ist halt echt deprimiert. Oh, verdammt, dieses die halt Obsidian-Glas, die schwarzen Dinger dazwischen sind ja doch echt dicker als ich dachte. Wenn du hier so im Raum stehst. Naja, ich mein, es geht. Aber ja, was Dünneres gibt's glaube ich gar nicht. Irgendwas. Gibt's nur diese beiden. Und die haben wir ja bereits. Oh ja. Dann muss das so passen. Komm. Oh ja. Ach, nee, muss ich abmachen, sonst kann ich da nicht mehr langlaufen. Ist das deprimierend, ey. Das war's dann, also, das war's dann mit den Paneln. Da. Ah, wir verbrauchen schon echt eine ganz schöne Menge an Zeug, ne? Da kann man schon, darf man echt nicht unterschätzen. Das Haus wird echt verdammt groß. Holy cow. Warum brauchen wir so ein großes Haus, sag mal? Bin ich echt so content geil, dass ich das Let's Play extra 300 Folgen in die Länge ziehe, nur um so ein scheiß großes Haus zu bauen? Oder andersrum, dass ich extra so ein scheiß großes Haus baue, nur um das Let's Play noch 300 Folgen in die Länge zu ziehen? Also normale Let's Player sah nach Folge 20, ja. Auch Let's Play zu Ende. Viel Spaß, was ihr zuge. Was mache ich denn da gerade? Viel Spaß, was ihr zugeguckt haben. Und ich sag so nach Folge 20. Ja, wir bauen uns ein 300-stöckiges Wolkenkratzer. Ich glaube, das Let's Play wird noch 3000 Folgen gehen. Ja, boah. Okay, wir brauchen definitiv noch Obsidian-Glas. Aber hey, die Hälfte ist fertig. Wuhu. Und sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Gar nicht mal so schlecht. Man hat ja echt schöne Aussicht. Das ist schon echt schnieke. Oh yeah. Oh yeah. So. Mal schnell los. Oh, schon nur noch 30 Stück. Schwierig. Und das war's. Wir brauchen mehr Obsidianglas. Wie macht man Obsidian-Glas? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Dinger einfach einschmelzen, ne? Hä? Achso, ah, wäre noch ein bisschen. Gut. Aber ganz voll abgesehen, wie macht man das? Okay, kochen, tatsächlich. Kann man auch ganze Blöcke kochen? Nee, ne? Kann man nicht. Okay. Sie. Ich mach mal einfach mal ein Stack. Das heißt ungefähr das. Ja, das sollte erstmal reichen. Dann schmeiße ich das erstmal hier in unsere Öfen. Wir haben 5 Stück. Und wenn wir beim letzten mit dem Befüllen fertig sind, ist er jetzt schon fertig, Fritten. Achso, wir haben ja 6 Öfen. Wir haben gar nicht 5. Lol. Ja, siehst du? Haha, lol. Ah, ich liebe es, so schnelle Öfen zu haben. Ist doch geil. So kann man arbeiten. Das ist Geschwindigkeit. Meine Fresse. Das geht ja ab wie Schmitzkatze hier. Herrlich. So, 32 haben wir noch. Hier will noch eine. Wir brauchen noch 6, 8, nee, sind, ach nee, sind ja 7. 7 und 9. Also hier sind 32 und hier sind es nochmal, ja, also 37 insgesamt. 37. Ah, also 48. Let's go. Müssten also 11 Glasscherben übrig bleiben. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. 11 Glasscheiben. Merkt euch meine Worte. Und wenn es falsch ist, dann editiere ich einfach das Video. Möchte darin, wenn ich sage, es müssten noch 11 Glasscheiben sein. Warum verrate ich halt mein Geheimnis? Bin ich dumm? Ha! 11 Glasscheiben. Yay! I'm King of Mathematics. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich hier in die Mitte mache. Ob ich wirklich einfach komplett so die Wände durchziehe oder welche, wo so ein paar Fenster drin sind. Ich würde aber schon einfach wirklich als soliden Art Lagerraum sozusagen. Versteht ihr, wie ich meine? Einfach so ein Lagerraum mit so einem kleinen Durchgangsbereich. Dass man da wirklich, ne, weil, ne, wenn es so Atelier sein soll, dann muss ja irgendwo so ein ganzes Kunstzeug haben. Die ganzen Bilderrahmen müssen ja irgendwo verstaut sein. Die ganzen, Canvases, wie heißt das auf Deutsch? Na, da wo du halt drauf malst. Dann halt noch, ja, Farbeimer, damit du einfach ganzen Eimer gegen das Bild klatschen kannst. I don't know. Kreative Kunst.
Ja. Also das in der Mitte, also dann eher so ein geschlossener Raum. Und dann kann man doch hier außen. Es sieht so krass geil aus. Oh mein Gott. Oh, Alter. Ah, das macht schon. Das macht schon was her. Ja, und hier beim Dach, da würde ich dann sagen, wir machen hier ein Dach, so ein Spitzdach, was von hier spitz bis nach da spitz durchgeht. Auf der anderen Seite das gleiche. Und das verbinden wir dann hier in der Mitte mit einem Spitzdach, was die beiden, also was in die anderen beiden Dächer quasi reinragt. Also was dann halt so ein T-Stück formt. Auf der Seite und hier über uns. Ne, so dass quasi der Mittelsteg geht nicht bis nach hier hinten durch, sondern geht hier quasi nur bis in die Mitte rein. Werde ich schon sehen, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Dach wird ein etwas aufwendiger. Naja, aufwendig nicht, aber wir brauchen halt scheiß viele Ressourcen. Aber ich kann immer ganz, 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 ganz grob durchrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21, 22, 23. Boah, Alter. Ich rechne mal einfach mit dem Ding in der Mitte. Wo es einfacher ist. So, was hab ich gesagt? 23, ne? Ja. Ja, genau, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 mal 23. Sind wir bei 713. Wenn wir jetzt das Ding hier weglassen, sind wir trotzdem immer noch bei über 600. Wir brauchen also mindestens 600. Was? Stone Bricks. Bricks. Also diese Bricks. Der Scheiß. Da brauchen wir 600. Das wird eine Menge. Ich meine, ein bisschen was haben wir Home. Da haben wir noch ein bisschen was, glaube ich. Oder gar nicht. Nö. Nicht die Bohne. Wir haben total verkackt. Achso, die habe ich da runtergebracht, ne? Müsste unten sein. Was haben wir denn hier so für Zeug? Wir hatten ja ein bisschen was. Wann habe ich, warum zum Fick bitte, 1100 Ton gesammelt? Ich mal. Haben wir das Zeug irgendwo so nebenbei mit abgebaut? Das ist doch das Zeug, wo du extra nach schwimmen musst, weil es nur bei der Meeresunteroberfläche da. Das ist doch nicht, was wir so mittendrin beim Bohren oder sowas abbauen. Da müssen wir also bewusst irgendwo manuell abgebaut haben. Warum bauen wir so viel Scheiße ab? Ja, so viel zu dem. Ja, unser Let's Play wird noch 3000 Folgen dauern, weil ich mache alles super behindert. Alter, was zur Hölle? Ich bin gerade ein bisschen von mir selbst erschüttert. Gut, dann müssen wir doch kein Marmor, kein Lehm sammeln. Wir haben einfach schon alles. Das ist krank. Ah, müssen wir daraus das hier machen und das müssen wir dann einbrennen. Lol. Ja, so viel zu dem. Warum haben wir davon so viel? Wann haben wir denn so viel Scheiße gesammelt? Hatten wir damit irgendwas vorgehabt? Also ich weiß, wir hatten am Anfang im Let's Play eine größere Aktion hier für unser Dach, was wir hier hatten. Das hier. Da hatten wir aber eigentlich relativ passend gesammelt gehabt. Und dann hatten wir noch eine etwas größere Aktion für das Dach da hinten. Aber da haben wir doch niemals im Leben 1200 Blöcke gesammelt. Und wenn doch, warum? Ja, wie gesagt, ich meine, ist hier auch völlig egal, umso besser. Wie gesagt, dann müssen wir jetzt nicht auf eine Tour gehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Das heißt, wir können, ja, nächste Folge,
denn, wie gesagt, im Mittelapartment mit soliden Wänden versehen. Und dann hiervon 600 oder 700, also 600 bis 700, ich mache jetzt mal 600 Dinger denn in die Dinger umwandeln und dann das alles durch unsere MV-Öfen jagen. Das wird ein Spaß. Heieieiei. Warum haben wir so viel davon? Ich verstehe es nicht. Bitte unterrichtet mich. Was habe ich getan? Naja, bis dann.